So, Leute. Willkommen zurück. Und weiter geht's. Oh, meine Lieben. Nach der Flucht. Verlassen Sie den Bezirk. Irgendwo muss hier eine sein, ja. Das hat man schon gerochen. Das hat man schon geschnüffelt. Und da oben ist eine rum, ne? Okay. Kann man machen. Waren wir nicht schon mal hier? Hau ab! Zurück, was bist du? Bist du eine neue Wache? So wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Nee. Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. Auf der Durchreise, wie? Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Das probieren immer wieder ein paar. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Dich mit mir im Heu wälzen? Mich retten? Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine hergekommen und ich werde hier bleiben. Denkst du, da draußen ist es besser? Ich sage es dir nur ungern, aber so sieht's nun mal aus. Das, was du hier siehst, das ist Dunwall. Der überschwemmte Zirk, der Bezirk. Bald wird alles so aus. Was ist das denn? Musst du nicht auf einen Seuchenwagen springen? Kannst du mal die Fresse halten, Alter? Ja, ja. Liebste Alpha. Oh, wer heißt denn Alpha? Oh mein Gott. Es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause. Wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich allein zu sterben. Bitte tu uns das nicht an. Bitte, ich liebe dich. Ja, erstmal alles fressen. Bolzen haben wir voll. Schauen wir mal, was neu. Das ist klar, dass wir hier in der Nähe von der Rune kommen. Also wir sollen da jetzt auf so ein Ding springen, ja? Sehe ich das richtig? Hier scheint das ja schon fast richtig zu sein. Oder hier scheint das richtig zu sein. Aber ich will hier noch nicht so wirklich sein. Zur Frau Adam Alpha gehen oder auch nicht? Wir gehen nämlich erst nochmal zu den jungen Typen hin. Yeah.
sehen. Ich muss in einem Keller sein. Es gibt kein Krankenhaus, das sagte ich doch. Treiben Sie die Leute zusammen, weil es ein Heilmittel gibt? Es sind Stadtwachen. Die sollten doch die Leute beschützen. Das haben Sie. Sie beschützen die Gesunden vor Leuten wie uns, den Kranken. Mir geht es nicht so schlecht. Manche Leute überleben es, richtig? Oder nicht? Einer von 1000. Wahrscheinlich 10.000. Das Risiko gehe ich ein. Wenn ich hier rauskomme und es mir besser geht, werde ich mein Leben ändern. Ein Neubeginn. Ganz von vorn. Mach's gut, mein Junge. Seltsam. Sie sehen nicht krank aus. Sie sind kein Opfer und keine Wache. Vielleicht ein Geist aus dem großen Nichts? Alle paar Minuten kommt ein neuer Wagen. Wie viele wohl gestorben sind? Man sagt, ein Drittel der Stadt. Ich wollte es nicht glauben, doch dann sah ich selbst den Leichenberg. Sie haben uns einfach draufgeworfen. Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich weiß, warum Sie es tun. Aber ich wollte zu Hause sterben. Alter. Bin ich gerade erschrocken, Junge. Was schreit denn der so? Ist bei dem falsch? Geld, 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 Geld. Aha. Wer ist er denn? Wir müssen nur aufspringen und damit weg. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit dem... What the fuck? Ich jetzt gar nicht verstanden, aber okay. Hab ich gar nicht verstanden jetzt. Na, all diese. Nur mal so, halt die Fresse, Junge. Aber hier ist wieder ein Satz. Obwohl ich nicht verstehe, was so lange gedauert hat. Daran sind die lebenden Weine aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten. Naja. Hey Frank, noch ein Ratschlag zu deinem griechischen kleinen Bezirk. Wenn du dich verirrst, hast du einen Ausweg. Dort ist bitte. Gib mir einfach alles Münzen. Alles Münzenmäßige. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Habe ich jetzt not understand. Kann sein, aber wie soll ich das wissen? Ich töte Weiner und Arbeiter an der Barrikade. Soll ich jeden umbringen, den ich hier unten sehe? Ich gebe das nur von den Stelzenläufern weiter. Gib das an die Männer auf den Seuchenwagen weiter. Es ist ihre Aufgabe, diese Bastarde abzustecken, bevor sie sich abladen. Oh nee. Ein weiterer Bargültank ist unterwegs. Wenn die Flutlichter wieder angehen, ist es deine Aufgabe, die Weiner zu sichten. Meinst du, das hilft? Dann kann ich alten Damen in die Augen sehen, bevor ich sie töte. Was meinst du, warum hier niemand lange durchhält? Ich kehre zur Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Bewahr einen kühlen Kopf, dann bist du auch bald ein Stelzenläufer. Ich gebe mein Bestes. Leg ein gutes Wort für mich ein, ja? Huch. Gar nicht. Warte. Das machen wir anders. Warum sind die denn schon wieder da? Die habe ich also gemacht. Ne? Es wird immer schwerer.
gesunde Arbeiter zu finden, die bereit sind, Leistungen im Übernahmebezirk zu verlegen. Darum nehmen wir alle kräftigen Männer, die Anzeichen der Krankheit aufweisen, und bieten ihnen Arbeit im Tausch dafür, dass wir beide Augen zudrücken. Diese Flutlichter auf, und dann können sie mit ihnen machen, was sie wollen. Wow. Wie viele Kugeln hier sind, als ob ich hier alles wegballern würde. Na, ja, da kann man nochmal rein. Na, ja, da waren wir doch drin, oder? Ja, da waren wir doch. Oder? Nee, waren wir nicht. Nee, waren wir nicht. Leute, Leute, Leute. Warum sind denn jetzt diese scheiß Spastis da? Ne? Ich könnte ja auch einfach durchrushen, oder? Zeit anhalten, durchrushen. Raschen, raschen. Explodieren. Ups, falsche Taste war das eben gerade. Kommt, Jungs, bleibt doch mal stehen. Was haltet ihr denn davon? Nicht machen. Ich hab doch gesagt, nicht machen. Immer noch da drauf schießen, ne? Ja, schießen wir hier drauf, klar. Ey, wie lange sie überleben? Ich geb denen so ein Headshot, Junge. Jetzt ist aber gut. Down. Waren wir hier schon? Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Kannst ja auf jeden Fall durch viele Wohnungen gehen, sagen wir es mal so. Die gar nicht umbringen hätte machen müssen. Verschließt. Guck mal, was das bringt. Mhm.
Nice. Warum nicht? Alles klar, wie viele noch? Sagen, passiert mir da nichts. Boah, was ist das jetzt wieder schon für ein Scheiß, ey. Oh, warum sind denn da so viele als... Boah. Ich verstehe, was so lange gedauert hat. Daran sind die lebenden Weine aus dem Kanal schuld. Alle 10 Minuten musste ich einen abstechen. Wie oft habe ich gesagt, dass nur Leichen abgeladen werden sollen? Deshalb bekommst du hier eine Waffe. Was geht am Tower vor sich? Jetzt sagt man, der Lautregent selbst hätte die Seuche verursacht. Ich verstehe es auch nicht. Sieht aus, als sei jetzt eine andere Gruppe an der Macht. Für uns hier unten ändert das nichts. Zweiter Punkt, die Infizierten. Siehst du gesund aussehende vom Wagen runterspringen? Wenn... Halt! Wer ist da? Wach, nimm das zu mir! Alter, warum können die denn so ausweichen, Junge? Will ich auch können. Jetzt kommen die Bastarde schon wieder. Okay, ist okay. Wir haben es kapiert. Wie soll ich da durchkommen? Bitte sag mir das einer. Zack, fertig. Ich kann dann durch dieses Elektro-Ding nicht durch. Ist euch bewusst, ja? Verlasse das Bezirk. Oh Mann. Ich würde schon gerne wissen, was unsere Aufgabe so ist. Aha, da kann man es deaktivieren. Danke, dass ich das jetzt auch sehe. Ja komm, beweg dich, mach dich ab. Wir haben ein scheiß Ding da. Komm, jetzt lauf doch mal. Ja, das ist alles wunderbar. Das ist alles wunderbar gerichtet. Ah, Junge. Kann ich nicht gleich da hoch? Naja, ja, zu schön. Jetzt, Junge. Move dich. Ist halt so. Mir auch egal. Ne? Alles klar. Boah. Dieses Springen und so System, ne? War so für den Arsch. Aua, 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 aua.
Schwere Geburt, schwere Geburt. Zum alten Hafenbezirk. Ja, Mann. Boah, nice, Mann. Junge, 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 was eine Mülle. So, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Also, bis dann. Tschüss.